Kommst du wiederhol das bitte nochmal. Dass wir beide die beim 2 Profi sind. Wiederhol das bitte nochmal. Dass du ein Kacklappen bist, Alter, was willst du? Okay, danke. Das ist jetzt in der Aufnahme, finde ich schön. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Raum 2 Battle mit Grimse, dem Scheiß-Noob, der in meinem Team spielt. Ich werde wieder verlieren. Und gegen zwei andere Noobs. Ja, den Namen unwichtig sind. Ey, also. Okay, seid ihr bereit? Ja. Uno momento, amigo. Was brauchst du denn auch so lange? Ist der Micro auch so scheiße? Auch so scheiße? Ich überlege halt nur. Ja, guck mal, Grimse, was ich an der Flanke stehen habe. Sieht doch schön aus. So. Ah, das sieht schön aus. Was hast du hier? Sati, Sati. Extraordinary. Mir fehlt sein Kaff. Nein, Leute, ihr braucht mehr Kaff. Grimse, rück mal deinen Kaff rüber hier. Ja, ist er. Was spielst du denn nochmal? Ich bin Pater. Ah, und Ägypten. Nein. Gut. Okay. Los. Was? Ich muss ins Bett. Diese Einheit ist richtig. Ja. Das wäre schon machen sollen, wenn ich kann. Kann der Letzte jetzt bitte auf bereit klicken? Grimse safe. Grimse. Das heißt Sandmann lieber Sandmann, Alter. Jetzt hab ich mal den Text. Da ist er, ja. Hallo. Hallo, Jan. Non-Piken. Ja, Jan, ne? Ptolemäische, ägyptische und leichte. Komm, unsere leichte Kaffee mal gegeneinander. Mal gucken, wer gewinnt. Ich hab Whisky verliert. Das macht doch Spaß so. Oh, einmal Hunde. Da hat er schon vorgesorgt. Ja. Hä? Wo liegt das Geld von Ruben? Da hat er schon vorgesorgt, Alter. Was? Weißt du, was ich da jetzt einfach mach? Sterben? Nirgendwo. Ich schick meine Hunde auch wieder, ne? Ja, mach das! Mein Name ist Marc. Ich spiele Malte. Nee, Nackte. Das nackte Eiers. Alter, einfach drehen wir Rad. Legionäre, nackte Krieger. Bleib schön bei dem anderen, okay? Nö, warum? Der hat Hunde. Schick meine Hunde auch rüber. So, das ist kein Problem. Ja, ich bin schneller. Ich bin Kavallerie. Ja, aber ich bin geiler. Was sagst du jetzt? Oh shit. Ausgekannt hat. Verdammte Scheiße. Er rennt mit den Hunden hinterher. Attacke! Hallo Grimse! Bemalte Noobs, auf in den Kampf! Soll ich dir mal was zeigen, Grimse? Was denn? Warte. Nein, bitte nicht. Oh, schieß drauf. Nein, was wird das? Was machst du? Übrigens, Leonidas, wenn du während der Schlacht etwas kommentierst, wenn jemand geschlafen hat und der Typ damit einen Vorteil bekommen hat, dann bring ich dich um. Guck mal, vier Pfeile auf die Nacken krieg. Eines gefallen! Neues. Als ob Vier Pfeile und eine. Das ist eine richtig geile Kuh. Achso, ich soll niemanden einen Vorteil beschaffen, dadurch, dass der andere schläft. Okay, Jan, komm mit. Ja. Du hast ja nur einmal Lebens dabei. Was bist du denn für ein verrückter Typ? Ich spiel mit Römer fast nie Schützen. Die Pieler reichen. Der kann gallische Jäger mit haben, ne? Also. Keine gallischen Langbogenjäger. Whisky, es muss nicht sein, okay? Ja, doch. Nee. Versuch mal seine Leichte zu töten. Grimse, komm mal mit deiner Kopf. Lass ihn lieber kommen. Ich komm mit deinen, mit meinen Hunden. Die sind so langsam as fuck. Lass sie frei! Nein, zieh das nicht. Oh nein, die ganze Salbe gewoistert. Vielleicht kannst du mit deinem Lebensdruck, ja, bis ich glaube. Alter, deine Markierung, ne? Markierst du da lachst die ganze Zeit irgendwas dahin und dann zeigst du es nicht an, wohin. Ja, sorry, der war kurz. Sorry! Oh, sorry, mein Junge. Oh, Marc. Wir beide, damals. Marc, ich mag dich wirklich. Oh, der Wortwitz. Ja, komm, schieß auf die Lebens. Machst du gut. Ja, ich hab drauf geschossen. Ein Kill gemacht. Guck, ich hab 2 Kills. Wie viel hast du denn schon jetzt verballert? 3/4? Nicht mal ansatzweise. Bei mir sieht man jetzt gerade, dass ein Strich kommt. Wie ist Leves weg? Ist es dein Ernst? Ja, ich hab freies Feuer noch. Jetzt lass sie frei! Nein, da zieht er sich hinter Ruhms Linie zurück. Ja, denkt ihr mal. Ja, aber die sind sau schnell, die sind doppelt so schnell. Ich hab's getestet. Warum schießt ihr immer noch auf die Leves? Ja, weil du schon wieder einen Kill gemacht hast. Der hat Hunde losgelassen, so. Ja, ja, das wird halt nix, ne? Ach, Mann.
Ja, viel Spaß, kommt zu wieder Mitchell zurück, bitte. Der Mitchell macht, packt das nicht. Nein, die machen, glaube ich, nichts. Ja, okay, komm jetzt schnell vor, bevor er die wiederholt. Wow! Hey, die teilen sich auf zwei Trops auf, so? Wow! Rennen nackig und fallen um. Ja, aua. Komm, drauf, die armen Hunde. Mann. Aber die haben echt Hitpoints. Jetzt oder nicht? Spießzucker. Ja. Dass man keinen ordentlichen Angriffsbefehl auf die geben kann, ist so lächerlich. Ups. Aber ist eigentlich auch stark bei denen. Wir sind halt eben so effektiv gegen Hunde. Also es ist halt einfach so catchen und dann schmeißen sie sie vom Pferd. Das ist jetzt verrückt. Guck mal, ich an der Flanke habe. Ich glaube, Kati. Locker gewinnen die gegen die königlichen Dings. Obwohl, ne, die haben Peitsche und nicht. Die armen Hunde, die werden auf den Boden geschlagen. Ja, zu Recht. Tierquäler. Achso, nee, eigentlich mag ich Hunde. Aua, ey. Ach, du hast so ein Rush-Spiel jetzt gemacht, okay. Jetzt komm ran, du hast keine Schützen. Du musst sowieso rushen. Ja, ich bin Römer, ich hab gute Rüstung. Ja, ich bin Römer. Ich bin Römer. Ich halte jetzt noch die ganze Zeit alt für, um die Einheiten so plopp so hoch zu schieben. In Astula, ich hab zu viel Astula. Mann. Ja, aber das kannst du hier auch machen, also ist das ja in Ordnung. Bin ich, ja. Alt. Hallo. Hallo. Wir nehmen gerade auf, Dominik. Oh. Sorry. Aus. Direkt. Stopp. Nein, Ruben, was machst du? Lass mal deine Linie gescheit. Wieso? Was, wenn nicht? Ich feier das nicht so. Also, was machst du da echt? Schnell jetzt! Ich will dich an nichts in meiner Flanke haben, ja? Die Männer wanken. Bring dich um. Organisiert euch! Kamel, Katapulte! Befehle! Strategon! Eure Befehle! Befehle! Ah nein, was machst du? Was tue ich wo? Aber das ist gemein, was du mit den Römern machst. Ey, wie wär's, wenn du einfach mal nicht spoilerst? So, Alter, mit dir können wir bestimmt. Alter, ich seh's sowieso, aber mich fuckt's auch ab, also halt's mal. Julian, einfach Maul halten. Nicht böse gemeint, aber halt einfach dein Maul. Wie für eine Schlacht, du guckst zu, mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Okay. Ach, ich hab gedacht, ich kann den Nackenschwert haben. Auxiliar Adelshurensöhne hast du, das ist ja richtig dreckig. Ägyptische Schwerträger gegen Levis. Schneidet sie in Stücke! Schuppenleinenpanzeroblieten! Etruskische Marine fickt Schuppenleinenpanzeroblieten! Ja, das waren kurz die richtigen Obliten mit drin, aber das ist natürlich keine Ausrede. Ist es halt echt nicht so. Erwarte Befehle! Zündmal aufstellen! Zerstört sie! Wie ihr Befehl! Erwarte Befehl! Wir sind sicher! Oh shit, da hab ich ja mal geschlafen. Wie ihr sagt! Einheit verliert, klar, Alter, alles klar. Bereit! Alles ist klar. Verstehst du? Klar. Verwirrt, ja, klar. Klar wie mein Auge, Alter. Erwarte Befehle! Feuerwehr bei mir, hört man's? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Whisky, wegen solchen Sachen liebe ich ja deine Spielweise. Was soll ich tun? Soll ich sowas nicht entstehen lassen? Ja, wie denn, wenn er mehr Einheiten hat? Er kann halt einfach ganz locker da durchgehen. Das
Was machen die nackten Schwerter da überhaupt so? Eigentlich würde ich mir helfen. Nein, lass meinen Gen. Das war. Ich mag. Du weißt schon, wie man Remergence einsetzt, oder? Ey, mein. Nein, solange ich nur einen Speerkämpfer habe, kannst du ruhig machen, was du willst. So, So viele Hopliten, Mann. Unsere Männer fliehen. Unser General wird angegriffen. Wie viele Infanterie? Unglaublich, wie viele Hopliten du hast. Meine Schönheit ist unglaublich. Was? Boah, ich kontrolliere 5 Einheiten. Alter, meine Schützen! Ey, du gibst einen Angriffsbefehl, die drehen sich um und deren Umdrehen bedeutet, in den Nahkampf zu gehen. Boah, das tut in den Augen weh. Meine Augen! Ich kann es mir nicht angucken. Oh nein, our General has fallen, my lord. Ist er gefallen? Nice. Ist fallen, my lieber, my lord. Ja. Unser General ist ein Fohlen! Der wird mal ein nee, der war nicht clever. Der wurde empfohlen von Amazon. Oh. Unser General wurde empfohlen! König Lisse, das ist, wir räumen halt gegenseitig unsere Schützen auf, ne? Ist das nicht eigentlich ineffektiv? Nein. Bist du nicht eigentlich ineffektiv? Sorry, da hab ich kurz mein Mikro gerutscht. Ja, dein Mikro ist ineffektiv. Scheiße. Das stimmt mittlerweile, ich muss mir mal ein neues holen. Und da sind sie weg, aber deine auch. Viel zu viele Hobby. Hä? Warum gewinnt deine gallische, deine leichte Kavallerie? Ich hab die gleiche und ich hab gechart. Weißt du, Grimse? Weißt du, was ich jetzt mach, Grimse? Weißt du, was der Nachteil ist? Du hast eine falsche Formation. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Die Art und Weise, wie du die Einheit aufstellst, entscheidet darüber, wie gut der Schadschlitzen ist. Und je nachdem, gegen was du chargen musst, du dann. Grimse, du gewinnst jetzt, Grimse. Du hast verloren? Nein, du gewinnst jetzt. Ich schick eine Einheit rüber. Aua! Komm, gönnt euch mal die königlichen Pelztasten, Alter. Whisky, mach hier mal was. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich gehe gleich in den. Es war aber jetzt durchgezogen oben eigentlich. Wo? Bei den Extraordinarien, die standen noch. Wie, die standen noch? Wo hab ich. Ich habe eine Kavallerie rausgezogen. Die Kavallerie war in deinem Rücken. Ja? Ja, die kam durch den Rücken, die hat doch da die Das ist halt echt traurig, dass etruskische Marine... Das ist die Kavallerie... Ja, ich hab die... Jan, ich finde es gerade halt echt traurig, dass etruskische Marine einfach Schuppenleimpanzer tötet. Marc, du hast da 2 Kavalleristen im Rücken, ne? Auch den vom Risky, der könnte leider nichts machen. Da war ich schneller. Ja, schön, ich werd gerade dadurch jetzt gefickt, komplett. Ich sorry. Ich hoffe, dass er seine Kamelkataphrakte irgendwie. Legatus, jetzt mach doch mal die ägyptische Scheiße weg. Hast du irgendeine Einheit, mit der du mir helfen kannst? Bei meinen Kamelkataphrakten. Doch, hast du. Schick die Leimpanzerschwertkämpfer, dreh sie um. Ich versuch rauszuziehen, ja. Das alles fliegt, Mann, ich kotz. Okay, Mensch, dann stirbt es eben, Moment. Ach, dem geht's doch super. Ist nur voller Blut. Diese Kataphrakte, diese Adelsbogenschützen in meinem Rücken töten mich jetzt. Can't do anything, tatsächlich. Er hat halt zu viele Hobbiten da hinten, ne? Jetzt töte ich ihn halt einfach so. Fang die italienischen Lanzenreiter bitte ab. What the fuck? Hi. Mark? Lebt dein Gen oder lebt er nicht? Ja, der lebt, glaube ich, noch. Weil der ist. Aber wir müssen dann halt noch einiges bei mir töten, ja? Ich hab zwar echt viel getötet. Ja, meine ganze Linie fliegt einfach. Und Schluss. Ja, da sind wir aber den Rücken gegangen. Das ist normal. Dieser eine einzige Trupp, dieser eine Artisbogenschützentrupp hat 100 Kills in meinem Rücken gemacht oder noch mehr. 50. Never. Kannst du bitte aufhören, da reinzuschießen, Grimse? Ja, hab ich noch mal entschieden. Zumindest sind die dann durch alle gewankt, weil du einmal reingeballert bist. Was gibst du meinem Gen? Die leichte Kaff hat auch nur 80 Kills. Das ist, ja, das ist einfach nur dieser Charge gewesen, der dann halt. Ja, geil, königlicher Artefaktor mit Trampeln. Danke, Whisk. Zack! Der hilft gar nichts mehr. Versucht deine Schützen noch zu retten? Nein, Quatsch, lass das. Der Gen von ihm ist tot, bevor er ankommt. Außerdem habe ich noch Speerwerfer, falls er es wirklich reinschafft. Er hat reingeschafft. Okay, dann helfe ich jetzt weiter, die Linie aufzuräumen, ja. Ach, scheiße, die Schützen sind noch schlecht. Hast du noch irgendwelche Kapp? Nein, nichts. Nee.
Ich kümmere mich hier um die Ecke alleine. Schick deinen Gen wieder zu dir. Ich kann meinen Gen bei mir nicht brauchen. Ja, dann schick den Chicken rein, aber es ist maximal unnötig so. Mein Gen ist frei, Gramze. Mein Gen ist frei? Danke. Muss aber in der Sekunde gerade passiert sein. Ich hab vor 10 Sekunden noch geguckt. Ja, ich hab's jetzt gerade gesehen. Guck, mein Gen hat noch... Nee, der hat nicht... Kannst du meine... Ist dein Gen frisch? Kannst du meine auch frisch machen, meine königlichen? Warte. Nee, mein Gen setzt mir die... er hat sich gerade selber frisch gemacht. Ich setze mal Peitsche ein, mach mich frisch. Okay, die etruskischen Obliten kannst du nicht aufhalten, oder? Versuche jetzt, dich so extraordinari noch wegzubekommen, dass du dich umdrehen kannst. Dreh dich um mit den neuen Panzern. Achso, ja, ich seh's. Und fang die linke Einheit ab. Fang die linke Einheit ab. Sonst geht die mich rein. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay, die geht halt trotzdem rein, aber ist egal. Ja, ich... Da habe ich ein bisschen zu spät reagiert, muss ich auch pass auf deine Flanke auf, Grimmsler. Klappt doch alles. Unsere Männer fliehen von doch, wir auf. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, da drüben ist jetzt nicht mehr so viel. Ich habe jetzt den Nahkampf mit meinem Gen, den ich mit ihm wollte. Wir ballern jetzt alle Schätze in den Rücken. Gut, geht einfach wieder raus. Mit deinen Panzer halten das. Okay, dann gehe ich mit der Kavallerie über die Geh mit der Kavallerie nicht durch meine Schütze, bitte. Okay, ich kann noch ein paar meiner Obliten safe. Warte, Schatz und Rücken bei meinem Gen. Ich hoffe zu schießen. Okay, mach ich. Ich kann sogar nochmal Trampel aktivieren bei den Kamel. Mach das. Ich mach dich frisch nach dem Trampeln, okay? Ja. Also sobald der Charge vorbei ist und deine Armee sich gesammelt hat. Zack. Okay, ja, ich habe jetzt noch ein paar Einheiten rüberschicken können. Ich hab die echt lange zurückgehalten mit der Money. Jo, ich merk's. Also die haben durchgehend geschossen und die haben sich einfach neu positioniert, um die beste Möglichkeit zu haben. Okay, geh da nochmal in den Rücken mit irgendeiner Einheit, mit der Kavallerie. Okay, kann ich machen mit Königlichen? Dann muss ich nicht meinen Gender reinschicken. Ich mach die Einheit doch frisch, die da reingeht. Außerdem kann deine Einheit bei meinem Gender neuen Befehl bekommen. Ja, weiß ich. Gut. Dann hör mal auf, da reinzuschießen. Achso, das ist mein Gender. Ja, ein Was hast du überhaupt? Er hat ihn in den Rücken geschickt und wollte meinen Schützen aufräumen. Dann hat Nein, davor, Schützen... was er bei seiner Seite gemacht hat, bei Whisky. Er hat gekämpft. Ich hab den nur gesehen, er hatte irgendwie so 40 Männer und hat irgendwie nur 40 Kills gemacht. Ja, dann. Weiß nicht, Whisky, hast du ihn beschossen? Wen? Ja, ich mach jetzt meine Männer frisch. Ja, mein, auf dein Chen habe ich durchgehend geschossen, so ziemlich. Was denn dauerhaft in der Mitte irgendwie? Ja, er wollte ihn halt in der Mitte durchschicken, da dachte ich mir, ich schieß einfach drauf. Also Mark hat auch seinen Gen versucht bei mir durchzupressen, warum auch immer. War aber ein neues Battle. Ich keine Kraft mehr hatte. Dass die gallische Kraft das haushoch verliert hat, aber. Ja, Jan hatte halt lauter etruskische Obliten in seinen Rücken. Ich konnte nicht in den Rücken gehen, jetzt dachte ich, ich schick einfach meine ganze Kavallerie rüber, das war der die ich Killer noch übrig hatte. Dann sind alle Legionäre instant geflohen. Ich hab dann einfach meine komplette Kaff rübergezogen, die ich noch übrig hatte. Das war ein sehr guter Move, das hat uns die Schlacht gerettet. Wobei ich sagen muss, meine Männer haben nicht verloren, die haben die nötige Unterstützung bekommen, die Steinschotter haben ihren Job getan mit den Hitpoints. Ja, so sind wir halt schneller fertig geworden. Ein Gen halt einfach. Dann kann die nackte Schwerter halt die Kataphrakte rein, geil. Ja. Du hast nachher nackte Schwerter meinen Gen reingejagt, aber da hatte durchgehend Peitsche an. Peitsche neu auffrischen. Aber von welchen Einheiten ich echt enttäuscht bin, sind meine Schuppenleinpanzerobliten. Am Ende haben sie noch gut lange durchgehalten, das muss man sagen. Aber die haben halt teilweise einfach gegen die etruskische Marine verloren. Guck mal, wie viele Kills die haben. Das ist am Anfang des Nahkampfes immer so mit Hopliten. Ja, meine aber das war auch nicht am Anfang. Am Ende haben die auch gewonnen. Die haben durchgehend gewonnen. Jetzt guck dir mal die Kills der etruskischen Marine an. Die haben die ganze Schlacht nur gegen Schuppenleinpanzerobliten gekämpft, gegen nichts anderes. Tatsächlich sehr kosteneffektiv. Aber ja, ich hatte richtig viele Obliten. Die standen tatsächlich oft nur rum, aber ich konnte nichts machen. Also wenn ich die zu Mark gezogen hätte, wäre es dann wieder zu mir gekommen, so, ne? Also ja. Ich konnte halt nur die waren halt dafür gedacht, dass ich halt quasi erst deine Linie entweder schade oder die wegmache und dann am Schluss die Hopliten gegen müde Einheiten kämpfen, aber im 2 gegen 2 ist es halt scheiße, ne? Man muss halt auch noch auf seinen Collision aufpassen. Ja, im 1 gegen 1 hätte ich jetzt nichts machen können mit der Kaff. Ja. Ach, zwar normale leichte Kaff. Ich dachte, das wäre leichte gallische Kaff gewesen. Ja, okay, dann verstehe ich's. Ja. Die ägyptische Kaff 3 Kills. Was hast du denn mit den Ägyptern gemacht, Grimse? Der hat die in meine Speerbrüder mit Kavallerie-Gegentaktik reingehauen. Ja gut, meine Medakaff habe ich auch weggeschmissen, aber die haben halt die Kavallerie in der Mitte aufgehalten. Die sollten sich opfern, um die Lanzenhieb heiß wieder rausholen zu können. Hat meine Meda auch gemacht.
Meine Mähne hat einfach in der Mitte durchgehalten gegen seinen Chen und so, und ich habe halt durchgehend drauf geschossen. Ja, das war echt nervig. Aber ich finde, meine Leinpanzer-Schwertkämpfe haben ihren optimalen Job getan. Die haben so lange durchgehalten, das war krank. Mein Chen, also meine Katafakte also haben ihren Job getan. Und mein Chen. Ist eine ziemlich gute Leistung für dich. Eine Frage. Ja. Und zwar, Ruhm hat ja vorhin gemeint, wegen der Form, von wie die Kavallerie in andere Kavallerie reinschatscht. Was ist denn da optimal? Die Sache ist, du darfst nicht zu dünn chargen. Er hat, wenn ich es richtig gesehen habe, in der 2er- oder 3er-Linie gecharged. Hatte ja, aber sowieso nicht den Platz, um die Charge vollkommen auszunutzen. Da. Deswegen bin ich auf eine 5er-Reihe gegangen. Also je tiefer man chargt, desto effektiver. Nein, das nicht, das nicht. Die Sache ist einfach nur, eine dichtere Formation sorgt dafür, dass der Charge des Gegners in Anführungsstrichen weniger wert ist. Deswegen macht man ja gerne Blockformationen gegen die Otrissen. Weil die Einheiten ja bleiben ja an den Rand stehen und chargen nichts. Die chargen Luft. Und der Charge war sowieso hinfällig. Also habe ich auf eine dichtere Formation gesetzt, wenn meine Einheiten dann in einem Block kämpfen. Und da sowieso der Nahkampf wichtiger ist bei der echten Kavallerie als der Charge, war mein Nahkampf überlegen. Den Charge habe ich damit verloren. Aber bei einer Schockkavallerie hättest du sie lang gezogen. Dann hätte ich sie ein kleines Stück länger gezogen, als er sie hat. Leichte Kaff ist billiger und hat bessere Stats. Nur, dass sie einfach keinen rasenden Angriff hat. Abgesehen davon, wenn du in den Rücken oder generell Infanterie reingehst, ist es normalerweise immer besser, langgezogen zu haben. Ja. Wenn du gegen Kavallerie gehst, mache ich gerne eher Blockformation. Es war nicht ganz Block, aber ging schon sehr in die Richtung. Ja, war ein nice Battle, oder? Ja. Gut. Aber geil. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und damit würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Danke, Grimmser. Danke.